Das, was mich schockiert, und da geht es mir nicht anders wie den Fans, ist, dass ein Hamilton jetzt sagt, sag mal Leute, habt ihr es verlernt? Könnt ihr das überhaupt? Könnt ihr ein Auto bauen nach den modernen oder nach den jetzigen Regularien? Das ist ein solcher Thriller, der da abgeht. Das ist ein absolut Hollywood-reifes Stück an politischer Intrige, gemischt mit Macht, gemischt mit Geld. Und hallo liebe Formel 1-Fans und MSM-Freunde, willkommen zur zweiten Ausgabe des AVD Motorsportmagazins mit Christian Danner. Servus Christian. Ja, hallo, servus zurück. Während unser anderer Christian gerade im Flieger zurück aus Saudi-Arabien sitzt, wollen wir natürlich die spannendsten Themen des vergangenen Rennwochenendes wie jede Woche miteinander besprechen. Auch wenn das Rennen selber, wenn wir ehrlich sind, jetzt nicht unbedingt das ultimative Racing-Spektakel war. Oder wie siehst du das? Naja, das kann man schon so sagen. Ich meine, es war halt ein typisches, modernes Formel-1-Rennen, wo man sehr genau hinschauen muss, um die, ja, um die Finessen und die Nuancen zu erkennen, um die es natürlich immer ging. Aber die Dominanz Red Bull war klar. Das, was dahinter stattgefunden hat. Es war jetzt nicht so das klassische Wheel-to-Wheel-Racing, wo man gesagt hat, boah, jetzt muss ich vom Sitz aufstehen. Aber es war immer noch spannend genug, zumindest für den Connoisseur, für den, der da genau hinschaut. Und das sind natürlich wir und alle, die uns jetzt gerade zuschauen. Und du hast schon angesprochen, Red Bull wieder in einer eigenen Welt gefahren, zumindest Max Verstappen. Zweiter Doppelsieg in Folge, dritter Podestplatz wieder an Ferrari gegangen. Red Bull, Ferrari, haben wir ein Team noch nicht genannt, das die Fans da draußen aber durchaus bewegt. Und das ist Mercedes. Da haben wir auch viele Kommentare gesehen unter unseren Videos, wo es hieß, oh mein Gott, was ist nur mit Mercedes los? Da geht ja gar nichts mehr. Einer hat sogar geschrieben, der Haas ist ja bald schon in Schlagdistanz. Ich glaube, ganz so schlimm ist es noch nicht um Mercedes bestellt. Aber für den Anfang, die ersten zwei Rennen, sah es jetzt nicht so gut aus. Oder wie siehst du das Ganze? Ist es so schlecht, wie es manche sehen? Ja, es ist eigentlich noch schlechter, denn der Anspruch seit drei Jahren ist ja, dass man wieder um den WM-Titel fährt. Im ersten Jahr ging es in die Hosen, Auto war unfahrbar, Porpoising, also Bouncing, sprang wie eine wild gewordene Geiß. Alle waren unzufrieden. Dann kam das nächste Jahr, also das vergangene Jahr. Da war wieder eigentlich alles nicht gut, irgendwie besser, aber das Konzept war falsch. Und jetzt hat man im dritten Jahr wohl das richtige Konzept, aber das Auto ist immer noch ganz genauso schlecht wie vorher. Schlecht ist natürlich relativ. Man darf nicht vergessen, man kann mit dem Auto schon aufs Podium fahren, aber da muss alles passen. Das, was mich schockiert, und da geht es mir nicht anders wie den Fans, ist, dass ein Hamilton jetzt sagt, sag mal Leute, habt ihr es verlernt? Könnt ihr das überhaupt? Könnt ihr ein Auto bauen nach den modernen oder nach den jetzigen Regularien? Oder offensichtlich nicht, denn die Sorgen, die wir haben, sind immer noch die gleichen, auch wenn das Auto vielleicht ein bisschen schöner zu fahren ist im Moment. Ja, das ist wirklich das Erstaunliche bei der ganzen Geschichte. Erstaunlich ist noch positiv ausgedrückt, dass sie immer noch mit dem instabilen Heck kämpfen, dass jetzt wieder ein bisschen Bouncing aufgekommen ist, dass Toto letztes Wochenende gesagt hat, in drei Kurven haben wir eine halbe Sekunde verloren. Das sind natürlich alles Sachen, die man von Mercedes so nicht gewohnt ist, aber alles klingt wie die Aussagen der vergangenen zwei Jahre, die wir schon mal gehört haben. Man muss mehr über das Auto lernen, das Verständnis fehlt. Woran kann ja, also das liegen? Also das kann man erstens mal nicht mehr gelten lassen, zählt nicht mehr. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt wissen die eigentlich, was die Konkurrenz macht. Man müsste eigentlich die eigenen Werkzeuge, die ganzen Simulationswerkzeuge, die Windkanal-Messinstrumente und auch die Computer, die dafür, die Interpretation dafür zuständig ist, sollte man eigentlich jetzt schon im Griff haben. Ich glaube, wir sehen bei Mercedes eine gewisse Hilflosigkeit. Und ich glaube, das ist vielleicht die einfachste und die beste Erklärung dafür. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Wenn sie es wüssten, dann hätten sie das längst getan. Und im Moment schaut es mir ganz klar so aus, natürlich Red Bull, die wissen, was sie tun. Sie können das auch reproduzieren, auch weiterentwickeln. Das haben wir gesehen. Ferrari hat zumindest gelernt, und da muss ich schon auch sagen, Chapeau, das, was nicht funktioniert hat, zu erkennen und zu lösen. Und die einzigen, die da sich im Kreis drehen, sind die Jungs von Mercedes. Das ist erschreckend.
Aber es ist Tatsache. Wie man aus diesem Teufelskreis rauskommen will, ist mir jetzt eigentlich zum ersten Mal ein bisschen unklar. Bisher habe ich immer gedacht, na, die müssen das hinkriegen. Die haben ein gutes Team, die haben ein gutes Budget, die haben gute Leute, die haben auch Entwicklungsmöglichkeiten in Brackley, die absolut state of the art sind. Aber anscheinend versteht da keiner so richtig, was abgeht. Genauso wie das bei Red Bull anders ist und auch bei Ferrari besser geworden ist, bei Mercedes ist immer noch ein großes Stirnrunzeln und sich am Kopf kratzen. Das ist der Eindruck, den ich bekomme und ich verstehe es nicht. Das ist so das, was alle gleich haben. Sie verstehen das Auto Ja. nicht, du verstehst nicht, warum sie es nicht verstehen. Richtig. Wie es so weit kommen konnte, verstehe ich nicht. Dass man mal schief liegt, das kann immer passieren. Dass man ein falsches Konzept hat, auch das kann passieren. Das hängt natürlich sehr von den Leuten ab, die das erfinden, die das konstruieren, die das dann auch durchführen. Aber da ist ja gab es ja auch Neubesetzungen und der Mann, der verantwortlich war, ist ja gar nicht mehr da. Also da ist es schon an der Zeit, dass mal was vorwärts geht. Das heißt, derjenige, der da wirklich viel jetzt noch zu tun hat, hatte und weiterhin haben wird, ist James Allison. Ja, gut, James Allison ist natürlich ein extrem kompetenter Mann, der auch mit der nötigen Ruhe und mit dem nötigen Sachverstand daran geht. Aber offensichtlich braucht er jemand, der ihm in seiner Aerodynamikabteilung mal ordentlich frischen Wind reinbringt. Ich glaube schon, dass daher das Problem kommt, dass der Wind quasi im wahrsten Sinne des Wortes daher weht. Und da kann man natürlich auch als James Allison, als technischer Direktor, als Leiter der Technik bei Mercedes Formel 1 wenig machen, wenn man da irgendwo vielleicht nicht die besten Leute oder die besten Strukturen da in der Aerodynamikabteilung hat. Das Team hat die letzten Jahre und jetzt wieder davon gesprochen, sie müssen das Auto kennenlernen, verstehen lernen. Viele von unseren Zuschauern fragen dann immer, was bedeutet das eigentlich? Du bist Rennfahrer, was bedeutet es, ich muss das Ding kennenlernen? Also kennenlernen heißt für den Fahrer immer was anderes als für den Ingenieur. Der Fahrer setzt sich rein, fährt los, sagt, okay, das Auto macht dies und das, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das hätte ich gern anders, dann fahre ich schneller. Das ist ganz klar der Fahrer. Der Techniker sieht das anders. Der sieht das so, dass er das, was dort abgeht, der Luftfluss ums Auto, die Belastung der Reifen, die Kühlung des Motors, was auch wieder Aerodynamik pur ist. All das sieht der Techniker in wahnsinnig vielen über Sensoren eingeholten Daten und in seinem Verständnis dessen, was da physikalisch abgeht. Also wo die Luft jetzt nun mal hinfließt und mit wie viel Energie die hinten beim Tunnel wieder rauskommt. Und das ist natürlich was ganz anderes als das, was der Fahrer sagt. Das, was der Techniker verstehen muss, ist, ich hätte es gerne so und so. Wie kriege ich es denn so hin? Und da kommt natürlich dann das große Fragezeichen, das viele Aerodynamikabteilungen in der Formel 1 immer wieder haben, indem man weiterentwickelt und sich hinterher wundert, es ist eigentlich nicht schneller, eigentlich eher im Gegenteil, es hat gar nichts gebracht. Und wenn man das von einer Saison auf die zweite oder auf die in dem Fall dritte Saison miterbt, ja, dann gibt es nur einen relativ radikalen Ansatz und der heißt neue Leute. Neue Leute, die wiederum Zeit brauchen, heißt das, dass Naja. Mercedes diese Reglement-Ära verpatzt, verloren hat und dass es erst 2026 wieder aufwärts gehen kann? Also ich will nicht ganz so negativ sein, ich bin ein Optimist und ich freue mich ja am Motorsport. Das heißt, ich will nicht sagen, die kriegen nie mehr einen Fuß am Boden. Aber ganz ehrlich, einfach wird es nicht, diesen Fuß in diesem Reglement noch auf den Boden zu kriegen. Weil wenn ich innerhalb von 3 Jahren nicht verstanden habe, was los ist und ich muss jetzt immer noch verstehen lernen, dann tut mir leid, dann ist die Chance, dass ich in den nächsten beiden Jahren kapiere, relativ überschaubar. Und so gesehen bekommt jetzt rückwirkend natürlich auch die Entscheidung von Lewis Hamilton nochmal ein ganz anderes Licht, weil man sagen kann, eigentlich hat er alles richtig gemacht. Ja gut, das lassen wir mal auf uns zukommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass Lewis da bei Ferrari gelandet ist. Ich freue mich wahnsinnig, da zuzuschauen. Ob er alles richtig gemacht hat, das werden wir sehen, wenn er im Auto sitzt. Bis dahin muss er sich jetzt erstmal noch mit diesem Mercedes rumschlagen und da sah es ja jetzt dieses Wochenende auch im Vergleich zu George Russell nicht ganz so gut aus. Kommt Nein. dann auch irgendwann der Moment, wo er sagt, na, habe ich eigentlich keine Lust mehr auf die Kiste hier? Ja gut, ich meine, das ist in seinem Fall ja
stellt sich die Frage ja nicht, weil das hat er ja irgendwie schon zum Ausdruck gebracht. Er hat sich ja schon entschieden. Aber man darf auch in diesem Fall den Lewis nicht ganz unterschätzen. Der will natürlich dieses Jahr auch gewinnen. Der fährt dann nicht rum und sagt, jetzt sitze ich die Zeit ab und hoffe, dass die Grand Prix vorbeigehen. Der möchte gewinnen. Der wird nach wie vor alles, was in seiner Kraft steht, tun, um das Auto zu verbessern, um die Ingenieure zu motivieren und so weiter. Aber er braucht halt auch das richtige Technikteam, um ihm das Auto zu geben, was die ganzen unangenehmen Dinge, über die er sich beschwert, nicht mehr macht. Dann kommen wir doch jetzt von Silber zu Rot. Haben wir eben schon über Ferrari gesprochen. Rot im doppelten Sinne, denn das ist die Hashtag AskAVD Frage des Rennens, die ihr alle eure Fragen stellen könnt unter diesem Video einfach mit dem Hashtag AskAVD. Und das hat unter anderem Professor Dr. Racer gemacht. Und er fragt: Bei Olli Bearman hatte ich einen Nyck de Vries-Moment. Die beiden haben bei ihren Ersteinsätzen geglänzt und natürlich freut man sich mit ihnen. Allerdings nach den Erfahrungen mit de Vries kommt es mir fast so vor, als wäre ein Sprung in den heißen Formel-1-Asphalt leichter, als eine ganze Saison als Rookie zu bestreiten und vorzubereiten. Wie schätzt du das ein, Christian? Vor allen Dingen auch, wenn man gesehen hat, dass er sich am ersten Formel-2-Wochenende ein bisschen schwer getan hat. Also das ist natürlich, also der Herr Professor Doktor, finde ich schon mal gut, dass wir hier mit der höchsten Stufe der Akademiker auch zu tun haben im Motorsport. Also gut, Spaß beiseite. Das, was Olli Bearman da gezeigt hat, war wirklich klasse. Ende. Das war wirklich gut. Ein junger Mann mit 18 Jahren, der in ein Formel-1-Auto gesetzt wird und einfach wann war sein erstes Training? Am Am Freitag, eigentlich für uns der Freitag, Samstag, es ist ist der Samstag, ja Freitag. genau, der Freitag, dass er sich da so zurechtgefunden hat und das Ding nirgendwo dagegen gesetzt hat. Also muss ich sagen, das war schon wirklich klasse, wenn man mal überlegt, was andere Rookies da so für Probleme und Problemchen hatten und immer noch haben, auch wenn sie jetzt keine Rookies mehr sind. Also Chapeau, gut gemacht. Was heißt das? Ich habe mich schon gewundert, dass man heutzutage einen sehr guten, aber jetzt nicht einen überragenden Formel-2-Piloten ohne Vorbereitung oder fast ohne Vorbereitung in so ein Formel-1-Auto setzt, dann auch noch auf einer Strecke, die es in sich hat und dass er das dann abliefern kann. Was heißt das? Das heißt jetzt, entweder der Bearman ist viel besser, als wir immer gedacht haben und ist ein absolutes Jahrhunderttalent, oder ein Formel-1-Auto, so wie es Ferrari im Moment am Start hat, ist gutmütig zu fahren, gibt einem ein klares Feedback im Cockpit, im Lenkrad und damit entsteht nicht nur die Speed von dem Mann, sondern, und das hat mich, das, was mich am meisten überrascht hat, der hat ja auch richtige Infights hingelegt, der hat überholt, der hat sich mit den anderen angelegt, hat aber auch dabei keinen Blödsinn gemacht. Also das Auto, glaube ich, spielt schon eine ganz große Rolle und ist wohl auch ja, nicht ganz so schwierig zu fahren. So hart es ist, ein Formel-1-Auto zu fahren mit all der Leistung, mit dem Abtrieb, aber das Gesamtkunstwerk, glaube ich, ist angenehm und gut verdaulich, auch für Fahrer, die noch keine richtige oder nur ganz wenig Formel-1-Erfahrung haben. Das, glaube ich, ist schon ganz, ganz deutlich gewesen. Und dann ist es natürlich auch die Frage, wie in dieser Frage rübergekommen ist von Professor Dr. Racer, einmal das Ganze bringen und dann 24 Mal für die ganze Saison bringen. Naja, also es ist ja immer so, man bekommt in der Formel 1 selten eine Chance, um bei seinem ersten Rennen zu strahlen. Dass der De Vries das damals, diesen Monza-Erfolg, nicht umsetzen konnte, lag an verschiedenen Dingen, nicht nur an ihm selber. Dabei belassen wir es jetzt mal. Das, was der Bearman jetzt vor sich hat, ist natürlich, dass das ganze Paddock der Formel 1 draufgeschaut hat und gesagt, boah, also das könnte jetzt mal wirklich einer werden. Und vor allem, er hat es gezeigt. Die anderen, die noch keinen Grand Prix gefahren sind, da kann man sagen, ja, also der Kimi Antonelli, ja, der wird bestimmt ganz gut. Und da bin ich mir sicher, weil der war früher so gut. Aber wissen wir es? Nein. Der Bearman hat gezeigt, er ist so gut und zumindest so gut, um ein Ferrari in die Top 10 oder gut in die Top 10 zu fahren. Und auch vom Qualifying her und so. Das war schon klasse. Das hat er schon gut gemacht. Und ich würde mich wundern, wenn der nächstes Jahr nicht Formel 1 fahren würde. Es gibt ja doch immer wieder mal eine Möglichkeit. Genau, bei Ferrari sind die Cockpits vergeben,
aber es gibt ja auch noch Ferrari-Kunden oder andere Möglichkeiten. Genauso ist es. Und es gibt neben dem Sportlichen in der Formel 1 leider oder manchmal auch gut auch noch andere Themen, politische Themen. Am vergangenen Wochenende das Fahrerlager war mal wieder das Nummer 1 Thema, die Machtkämpfe bei Red Bull Racing. Viele Fans bei uns haben schon gesagt, oh, schaut doch nur auf das Sportliche, das andere ist doch jetzt alles abgehakt. Ist dem wirklich so? Nein, das ist natürlich noch lange nicht vorbei und ich will auch nicht, um Gottes Willen, die Fans nicht langweilen mit, ach, jetzt sagt er auch noch was zum Horner. Nein, darum geht es gar nicht. Das, was ich sagen will, ist, wenn man mal so ein bisschen das Paddock, den Tellerrand, über den Tellerrand des Paddocks, des Fahrerlagers hinausschaut, dann muss man natürlich sagen, das ist ein solcher Thriller, der da abgeht. Das ist ein absolut Hollywood-reifes Stück an politischer Intrige, gemischt mit Macht, gemischt mit Geld. Und dann sind die einzelnen Beteiligten, die dann um ihre Position, um ihr Dasein, um ihre Zukunft kämpfen. Also das ist schon mehr als nur, ja, ist ja wurscht, lass mal gut sein, wir freuen uns darüber, dass das Auto so gut läuft. Und weil es nicht nur im Fahrerlager, sondern natürlich auch in der Finanzwelt, natürlich auch bei Red Bull Inhouse ein unglaublich großes Thema ist, werden wir es auch so schnell nicht loswerden. Und das wollte ich eigentlich nur sagen, also das ist der Stoff, aus dem Hollywood-Movies gedreht sind. Und in ein paar Jahren, in 10 oder 15 Jahren, bin ich mir sicher, wird es irgendjemand geben, der dieses Szenario nochmal aufrollt. Und dann gibt es am Schluss noch einen Oscar dafür. Das ist eh wieder Oscar-Zeit im Moment. Genau. Jetzt, wenn das Video draußen ist, wissen wir auch schon, wer gewonnen hat. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber was wir wissen, es gibt auch ein paar positive sportliche und politische Themen, zum Beispiel bei Audi. Die guten Nachrichten sind, jetzt ist endlich Schluss mit den Gerüchten, ob sie aussteigen oder nicht, zumindest für den Moment mal. Audi übernimmt 100% an Sauber und das schon, bevor sie als Werksteam 2026 einsteigen. Guter Schritt oder kommt das Ganze vielleicht sogar ein bisschen zu spät? Also generell kommt das natürlich alles viel zu spät, weil Audi möchte gerne in der neuen Reglementsperiode von Anfang an einigermaßen oder dann letztendlich komplett vorne mitfahren. Und das hinzukriegen ist bei dem Zeitraum, der da zur Verfügung steht, ich würde mal sagen, ausgesprochen ambitioniert, ganz egal, wie viel Geld man ausgibt. Ich glaube, die Thematik Sauber zeigt ja schon ein bisschen, wo die Limits liegen vom Outfit in Hinwil. Ich bin ja ein großer Sauber-Fan, nicht nur von damals, als Peter Sauber das noch gemacht hat, sondern auch über die Jahre, weil ich immer ein großer Freund von unabhängigen Teams war. Diese Unabhängigkeit ist jetzt weg. Jetzt ist man ein Automobilhersteller. Ein Automobilhersteller hat einen Riesenvorteil. Man kann investieren. Man kann auch, und der Andreas Seidel wird es sicherlich ganz, ganz professionell machen, in den richtigen Bereichen investieren. Man hat, ich will nicht sagen unlimitierte Mittel, aber doch zumindest eine Möglichkeit, das, was man gerne hätte, hinzustellen. Aber man darf nicht vergessen, von wo die kommen. Und jetzt ist es dann tatsächlich so, wenn wir den Baukasten Formel 1 Haas vergleichen mit dem Hinwil-Produkt mit demselben Motor, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das schaut nicht so gut aus im Moment. Das heißt, der Abstand nach vorne ist unglaublich groß. Wie man das alles hinkriegen will, weiß der Andreas Seidel sicher. Ich drücke Ihnen die Daumen, weil ich das grundsätzlich natürlich toll finde, dass ein deutscher Automobilhersteller wieder richtig bekennend Formel 1 macht. Was die Erfolgsaussichten angeht, also das war allerhöchste Zeit, dass dort was passiert. Denn mit dem, was jetzt steht, glaube ich, braucht man nicht drüber diskutieren. Da wird man nicht dem Mercedes irgendwie in die Nähe kommen können oder dem Ferrari schon gleich gar nicht. Das sehen wir ja auch bei den ersten paar Rennen in dieser Saison, dass da nicht nur wegen der Fahrer, sondern auch mit dem Auto nicht viel zu holen ist. Ja, gut, ich meine, das ist derselbe Chefkonstrukteur, der das auch dann in Zukunft zu verantworten hat. Zumindest schaut es im Moment so aus. Also da gibt es schon noch viele Fragezeichen. Grundsätzlich, die Euphorie ist gut. Ich würde aber sagen, man sollte da ein bisschen sanft und zurückhaltend rangehen, was die Erfolgsaussichten angeht.
Das auf jeden Fall. Und du hast eben schon angesprochen, Andreas Seidel hat viel zu tun. Was sind so die größten Aufgaben oder wichtigsten Weichen, die er jetzt die nächsten Monate bis Jahresende stellen muss? Also, man muss einfach mal einen Vergleich machen. Wenn ich vergleiche, was in Milton Keynes bei Red Bull für ein Campus steht und was in Brackley bei Mercedes für ein Campus steht, was inzwischen Aston Martin für einen Campus gebaut hat in Silverstone und auch was bei McLaren inzwischen geschaffen wurde, dann ist man da halt noch wahnsinnig weit weg davon. Inwieweit man das dann auch personell richtig bestücken kann, ist die nächste Frage. Es nützt ja alles nichts, wenn ich da ein schönes Haus stehen habe und alles ist super duper. Ich kaufe die richtige Software und die richtigen Tools, aber ich habe nicht die richtigen Leute, die das bedienen können. Und da glaube ich, wird es natürlich nicht ganz einfach werden, weil wenn Red Bull Leute von Mercedes klaut, um einen Motor zu machen in Milton Keynes, dann braucht die Frau mit den Kindern nicht umziehen. So muss man das sehen. Das ist in Hinwil anders. Es gibt sicherlich Leute, die gerne in der Schweiz arbeiten, ist ja auch super schön dort. Aber die Tiefe, die man braucht fürs Konstrukteurbüro, für die ganzen Aerodynamiker, das wird sehr schwierig werden, um da Leute zu kriegen, die sowas am Schirm haben und die das auch, ich sage jetzt mal so, unter solchen Wettbewerbsbedingungen, unter der reinen Vorgabe der Competitiveness. Das muss besser sein und nochmal besser, nochmal besser. Das wird nicht leicht sein, hier in die Tiefe, also was die Anzahl der Leute geht, sich gut zu bestücken. Das, glaube ich, ist eins seiner Hauptprobleme. Wir werden es in der Zukunft sehen. Das war jetzt unser Blick nach vorne in die berühmt-berüchtigte MSM-Glaskugel. Jetzt werfen wir einen Blick zurück in die 80er Jahre der Formel 1. Und da haben wir ja zum Glück mit Christian hier einen echten Experten, der hautnah das Ganze miterlebt hat, im Cockpit gesessen hat. Und vor kurzem warst du hier in unserem Studio und hast mit unserem anderen Christian ein bisschen darüber geplaudert. Und das wollen wir uns jetzt mal ganz kurz einen Ausschnitt von ansehen. Christian und Christian über die wilden 80er der Formel 1. Waren die 80er die beste Ära, um in der Formel 1 zu sein? Oder würde sich Christian Danner im Nachhinein wünschen, irgendwann anders gefahren zu sein? Nein. Und zwar deswegen, weil die Zeit war erstens natürlich auch objektiv großartig. Sie war unreguliert. Es gab sehr viele Freiräume, die es heute nicht mehr gibt. Jeder merkt ja heutzutage alles und überall. Und jeder ist greifbar und sichtbar. Das war damals nicht so. Da muss ich gleich mal zwischenhaken. Ja. Wie wurde das ausgenutzt? Naja gut, wir haben uns sehr viel Freiheiten genommen, indem wir das, auf was wir Lust hatten, gemacht haben, ohne dass einer nachgefragt hat. Wer das von Charakter zu Charakter im Detail wie wahrgenommen hat, dazu kann ich natürlich nichts sagen. Also das zum Thema Lifestyle vom Lifestyle. Ja, Lifestyle, ja. Und das reine Fahren war insofern natürlich auch toll, weil die Autos waren unglaublich schwierig zu fahren, wirklich wahnsinnig schwierig. Und mir kam es erst vor kurzem wieder, als ich so Onboard-Videos gesehen habe, selbst die besten Autos waren echt kriminell. Also wie da auf Strecken, wie Suzuka oder so, die Fahrer da kämpfen mussten, um das Ding auf der Strecke zu halten, war sagenhaft. Ja. Und ich bin ja nicht die Besten gefahren, das war auch ziemlich sagenhaft. Also ich habe keine Beschwerden, ich war glücklich und zufrieden in der Zeit. Und es gibt viele aktuelle Kollegen, die sagen, ja, also ein 1980s Formula One Driver, das wäre ich gern mal gewesen. Ich war's. Ein Formel 1 Fahrer der 80er Jahre, das ist der Traum für viele gewesen und vielleicht auch heute noch. Viele wollten es sein, du warst es. Und weil es so schön war, haben wir noch eine Ask AVD Bonusfrage von Thomas Adler. Und der fragt, waren die Fahrer zu deiner Zeit mehr Allrounder als heute? Sprich, sie konnten mehrere Arten von Rennfahrzeugen, Sportwagen, Tourenwagen, Rallye, Formel, schnell bewegen. Sie waren gezwungen, das zu sein, weil es gab ja in der Formel 1 in den meisten Fällen, zumindest was mich angeht, kein Geld zu verdienen. Und von irgendwas muss man ja auch leben. Und da ist man halt noch Tourenwagenrennen gefahren, Langstreckenrennen gefahren. Also ich bin alles gefahren, was man nur machen kann. Das war der Hauptgrund. Man war gezwungen dazu. Aber ich glaube nicht, dass die das heute verlernt haben. Es gibt ja auch
fantastische Beispiel. Ich meine, Fernando Alonso, den hast du ins Indy-Auto gesetzt und er hat ums HD500 gewonnen. Fernando Alonso hat bei Le Mans, in Le Mans wirklich einen sagenhaften Eindruck hinterlassen. Und vergiss nicht, der Nico Hülkenberg hat sich in den Porsche gesetzt, hat Le Mans gewonnen. Also so ist es nicht. Ein aktueller Formel-1-Fahrer, wenn er will, wenn er wirklich will und darf natürlich vertraglich, ist durchaus in der Lage, auch in der heutigen Zeit Spitzenleistungen zu treffen. Ich würde mich immer freuen, und das wäre für mich das Tollste, was es gibt, wenn hin und wieder mal aktuelle Formel-1-Fahrer oder welche, die gerade nicht mehr Formel 1 fahren, wenn die alle in der DTM fahren würden, dann hätten wir da mal in Deutschland echt was zu sehen und wir hätten die Namen, die man kennt, auch im nationalen Motorsport. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Das war es auch schon mit der zweiten von 24 Ausgaben zu den Rennwochenenden in der Formel-1-Saison 2024. Weiter geht's in 2 Wochen in Australien. Wie groß ist die Vorfreude auf den Albert-Park? Sehr groß. Das war immer eins meiner allerliebsten Rennen. Und zwar deshalb, weil man aus dem europäischen Winter kommt, wo noch Schnee liegt und wo es noch kalt ist. Und dort geht man zum ersten Mal spazieren und riecht frisch geschnittenes Gras. Und man sieht diese Strecke und die Begeisterung, die dort herrscht. Die Australier haben ja da eine ganze Speedweek da organisiert. Da ist ja nicht nur Grand Prix, da sind die Supercars und dann historische Autos. Das ist sagenhaft. Also das war wirklich ein absolutes Highlight. Und ja, da freue ich mich sehr. Hoffen wir darauf, dass nach 2 nicht ganz so spektakulären Rennen dann die Formel-1-Saison so richtig losgeht, wo sie früher ja eh immer begonnen hat. Ja, genau, das hoffen wir mal. Wir drücken die Daumen. Drücken wir die Daumen. Vielen Dank, Christian, für deine Analysen und Einschätzungen. Vielen Dank euch allen zu Hause, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, cool. Bis zum nächsten Mal. Egal welches Thema, wenn ihr noch die eine oder andere Frage an mich habt, dann Hashtag AskAVD verwenden.